haben wir denn noch, Leute? Was haben wir noch? Mois neue Wohnung. Stimmt, Mois neue Wohnung. Richtig. Das würde ich mir auch mal gerne anschauen, wie der Bengel lebt. Ich glaube, hier wohnt ein berühmter YouTuber. Jeder YouTuber, der berühmt ist, hat diese Sicherheitseingangstür. Ich habe genau die gleiche, kann man nicht aufbrechen, Justin. Es sei denn, es steht ein falscher Paket. Wir reden nicht drüber. Yeah. Oh, hallo. Sie holen die Anzeige. Das ist die professionellste Roomtour, die man je gesehen hat. Es werde... Ja, Mann! Ja! Habt ihr gesehen? Das war Alexa aus Kasachstan. Alexa aus Kasachstan, aka drückt den Lichtschalter. Abu! Hör mal auf mit der Scheiße da oben! Man hört dich bis hier unten wichsen! Okay, Bro, die Wohnung ist leer, also warum ist da jemand drin und wichst? So, voll. Hier drin bin ich, meine Fam, also auch Abu Jibau eingezogen, okay? Auch Makextro ist hier am Start. Ich zeige euch mal als allererstes... Ah, kranke WG, okay, ich sehe. Was am wichtigsten ist an solchen Drip-Wohnungen. Ja. Das Allerwichtigste sind die WCs. Und wie ihr seht, war Abu hier schon wüchsen. Ehrenmann. Was ist los? Nichts, alles gut. Was? Hier hat er... Alles gut? Was? Keine Rap. Oh, wir sind am Filmen! Kannst du die Fresse halten? So, man sieht sogar ein bisschen gelb ist dran. Ich weiß nicht... Ob er zuerst kacken und dann wichsen macht. Bro, aber man wichst ja nicht und dann lässt man das einfach, ich meine, wenn man ja wichst, dann lässt man das ja nicht in diesem, wichst man in das Ding, wichst man da einfach rein oder? Wenn ja, dann ist es echt nicht cool. So abendsübliches Toilettenpapier und, was ich hier cool finde, das riesige Spiegel und bitte guck mal, wie hoch die Decken sind. Also das ist echt nicht krank, normal, krank, Mann. Mein Streifen kann sich endlich frei entfalten. Hierhin werde ich dann einen Küchengerät... Ah nein, Waschmaschine ist ja kein Küchengerät, oder doch? Man kann auch mit der Waschmaschine kochen, wahrscheinlich meistens nur Meth, aber das funktioniert auf jeden Fall. Wann ziehst du eigentlich um? Ich glaube nächste Woche, hoffentlich, Alter. Ich weiß nicht, darüber müssen wir philosophieren. Zeig mal mein Zimmer. Jetzt kommt das Krasseste an dieser Wohnung, Maestros Zimmer. So, hier hat er sein eigenes Driplicht. Zeig mal hier ein bisschen rein in die Falte. So, das Driplicht ist angegangen, machen wir es einfach auf. Und Privatsphäre ist ein Vater. Bruder. Ist chillig eigentlich, oder? Ich find's ganz gut. Nice, nice one. Zu krass, Alter. Richtig krass, Bruder. An dieser Stelle bitte. Herzlichen Glückwunsch. Irgendjemand eine Wohnung für mich in Köln. Das alles hat hier so... Ah, die Jungs wohnen jetzt in Köln. Wie chillig, nice. Schöne Akzente, schaut mal oben. So, ein bisschen auf Oldschool angelehnt, wie ist das? Also ich habe gesagt, er soll hier einen Schuh und exquisites Ankleidezimmer draus machen. Safe, safe, safe. Das ist ein Schuhraum. Da werden nur Schuhe stehen und nur meine Kleidung wird hier drin sein. So. Dass wir dann einen auf Drip. Es gibt halt durch die ganze Wohnung so Drip-Balken und so Drip-Metall-Dinger. Drip-Balken, aka Stahlträger, Bro. Kein Problem an der Stelle. Ich weiß nicht, was das früher war, so ein verfickter Kloster oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe sogar gehört, dass es ein Bauernhof vielleicht war. Ja, das kann sein. Hier haben wir das. Oh, Habibi. Die Deutschrap-Szene aus Köln. Ich habe ein paar Pampers für dich mitgebracht. Das hat vorratmäßig so am Start. Ganze Szene Köln hops genommen. Küche war hier eingebaut. Auf Drip-Basis angelehnt haben wir hier diesen Herd. Es ist nichts geputzt hier, okay, weil der ist heute eingezogen. Das ist geisteskrank, Mann. Das ist eine Dunstabzugshaube in Herd. Das saugt dann quasi alles nach innen ein. Das ist richtig crazy, Mann. Ja, Herd. Ich kenne mich mit sowas natürlich nicht aus. Dann jede Menge Stauraum. Hier drin ist ein weiteres Küchengerät zum Putzen von Unterhosen. Hier haben wir Kühlschrank mit sehr viel Essen. Nice. Ach so, krass, ihr habt Energy Drinks. Wild. Das ist von Abu, die Marke, Maximal G. Maximal G. Maximal G. Abu Jibawi. So, hier haben wir Versicherungen. Gut, dass man das sieht. Vorhaben miteinander so erotische Spiele zu machen. Beim Putzen. So. Okay. Auch richtig homosexuell. Das war. Ja. Versuchen wir jetzt wieder irgendwie unterhaltsam zu machen. Da ist die Abzugshaube. Die ist nicht oben, sondern es geht hier rein, während man kocht. Das ist cool. Und hier haben wir einen Schutz von PS-Mods, wenn er beim Kochen stört und so. Also es geht nämlich nicht sofort auf. Man muss nur so. So geht es auch. Ah, damit keiner das Essen stehlen kann. Extrem wichtig, aber auch an der Stelle wieder, wenn der falsche Postbote reinkommt, machst du auch den Ofen auf. So, ihr habt ja gerade gesehen, in meinem Zimmer gibt es leider keinen Platz zum Schlafen. Das ist hier mein Bett. Chillig, aber ist gut. Ist gut, ist auch modern, diese Futonbetten so, die kommen ganz gut. Also hier werde ich den Esstisch in Stellen so am Esstereich machen, okay, unter der Treppe. Chillig. Und hier werde ich
chillig. Und auf den Wänden gibt es. Krank, wie hoch diese Decken sind, Mann. Diese Driplichter. Diese Driplichter, anders Drip. Sieht man die? Ja. So, die hier finde ich voll schön. Hier war früher ein Durchgang, rechts und links, da werden so richtig geile Designerlampen hinstellen, die groß sind. Ich blende sie euch mal an der Stelle ein. Dope. Passt auch voll. Das Ding ist halt, der hat ja sowieso, diese Lampen waren ja auch so industrial-mäßig angelegt. Und hier, das ist ja auch alles so Stahlträger oder Drip-Träger, Drip-Balken, die sogenannten. Und das passt ganz gut eigentlich. Ich würde sowieso dann voll viel mit so Stahl und dunklem Holz und so machen. Nicht immer ganz nice. So, das ist schon, also ich bin eigentlich sehr glücklich. Sieht auch sehr schön aus. Es kann sein, dass ich... Okay, der Lichtverlust ist noch nicht am Start. Gut, hier raus ist schon ein richtiger Drip. Ah, also geil, Mann. Real Talk, ich glaube sogar, dass ich die Wohnung mal gesehen habe, bei ImmoScout tatsächlich. Am Abend sieht das richtig, richtig schön aus, weil dann diese Lichter auf den Wänden so einen kleinen Akzent haben. So, okay. Und jetzt gehen wir nach oben. Wie ihr seht, ist das diese Treppe. Ja. Von hier sogar schauen. Aber wenn der Tisch unter der Treppe ist, fällt doch so direkt von der Treppe, wenn kleine Windschüsse essen. True, aber deshalb muss man einfach auf Händen die Treppe hochlaufen. Auf Köpfchen. Runter schaust, mit dem Holzbalken überall, ist es schon sehr schön. Muss man sagen, wieder. Ist schon nice, ja, jetzt Mann. Jetzt gehen wir hier rein. Jetzt ist richtig wild. Das Zimmer von Abu Jinbe Al-Jibawi. Psycho. Jinbe? Can I go now? Das ist Abu Jinbe's wilde Einrichtung hier. Ist gut. Kann ich hier weggehen? Was? Okay, geh ruhig. Guck dir mal an, wie er die Treppe runterläuft. Er passt den Gang gar nicht durch. Geistkrank breit, der Typ. Jetzt so. Kann ich gehen? Kannst du aufhören zu filmen? Ja, okay, ich auch. Ah, nee, Scherz, bleib zu dir, Abo. Der ist schon da. Was soll ich machen? Hilf ihm. Mit was soll ich mir helfen? Sachen reinbringen, hilf ihm. Soll ich ihn hier reinfahren lassen? Ja. Ey, wieso filmst du noch? Das ist doch privat gegangen. Kommen wir zurück zum Wichtigen. Aber ich war das Zimmer, das sind alles nur Matratzen. Was ich richtig süß finde, die One Piece Figur von Abu Jibawi. Ja, Mann, Digga. Fucking Ruffy Ehrenbruder. So, Moment. Sehr wichtig, Mann. So, wir machen den Licht ein bisschen an. Hier hat Abu, weil er nett ist, auch so eine Wohnlandschaft für PS Moss eingerichtet. Junge, Alter. Drin wird also ein kleines Terrarium sein, richtig nice. Terrarium, Junge. Mit so einer fetten Scheibe. Da hinten haben wir wieder Balken. Und das Allerwichtigste für Abu. Eigenes Klo, ist Mann. Ein eigener. Oh, Digga, stark. Hinter der Tür. Krank, nice, Mann. Krank, geil. Ein eigener Bad. Man muss sagen, es ist jetzt nicht das größte Badezimmer. Aber ich finde, es hat Drip. Es hat schon Drip, Digga. Die Fliesen sind anders geil, irgendwie dieser Kontrast so mit diesem Klinker und mit den Fliesen und diesem weißen Putz an der Wand oder was, das weiße Tapete, ist saugeil. Diese Dings da hat Drip und schau mal, der Spiegel ist auch cool. Der Spiegel auf jeden Fall. Also, ich finde so, für Abu, für seine Privatsphäre ist es cool, da unten hat My Girl Milano geschlafen. An der Stelle schreibt alle gute Besserung Milano in die Kommentare. Er hat Magenvergiftung, er hat irgendeine Scheiße gegessen, no, bro. Wurde operiert, Digga. Wir holen heute ab und schauen, wird alles gut, Digga. So, dann steppen wir hier rein und hier ist dann mein Schlafzimmer, beziehungsweise so von mir und meiner Fam. Hier wird ein Bett kommen. Sehr, also sehr geil. Die Einrichtung zeige ich euch irgendwann. Sehr, sehr geil. Ich habe gerade schon gesehen, er hat auch ein geisteskrank riesiges Badezimmer, Mann, richtig nice. Aber hier zeige ich euch nur das Zimmer, da unten. Ich finde immer sowas hier, man denkt immer, dass man sowas nicht benutzen kann, so, aber das kann man richtig chillig so irgendwie auf Bumsbasis, kannst du da überall Matratzen hinlegen und dann rein. Also eine Spielzeug-Ecke von meinem Sohn sein, das wird cool. Ja, die Spiel, ja gut. Ja, besser als die Bumsecke. Ich habe ganz vergessen, er hat Familie. Ist besser. Die Spielecke fürs Kind macht da deutlich mehr Sinn. Das hinten ist auch das, ja, oder Stauraum halt. Schlafzimmer vom PL, sag kurz. Junge, Alter, diese ganzen Fronts. Ja, ist auch Drip angelehnt. Und hier haben wir ein riesiges Bad. Ich mach mal Licht an.
Das finde ich sau geil, Mann. Ich finde sowas übertrieben heftig. Ich habe mir auch eine Wohnung angeschaut. Da war die Badewanne direkt im Schlafzimmer. Richtig, richtig geil. Hat leider nicht gepasst. Das direkt offen im Schlafzimmer zu haben, finde ich, das ist wirklich Big Drip, Alter. Das ist richtig, richtig stark, Mann. Muss man sich eigentlich wirklich, ja. Wenn man sich ein Haus baut, Alter, muss man sich sowas auf jeden Fall reingönnen. Das Glas so riesig groß ist, Digga. Mhm. Hier, schau mal. Auch geisteskrank, so ich will jetzt nicht so flexen oder so mäßig mit meinem Wissen, aber das sind alles so krank, das sind Grohe Armaturen, glaube ich, oder Villeroy Boch sogar, glaube ich, Villeroy sogar. Teure Sachen auf jeden Fall nicht, oder wisst man sogar, also schon ordentlich, Mann. Unnormal cool, dass jemand hier so Handtücher und so aufhängen kann. Ah, das dope, oder halt Klimmzüge. Das hat unnormal viel Drift. Und hier haben wir so... Aber da Dusche ist minus 100. Nein, Bro, guck mal, da ist eine Familie drin, seine Frau und sein Sohn, so, das juckt ja nicht, Alter, die können den ja wohl nackt sehen, Alter, what the fuck, so. Also der Sohn halt nur bis zum gewissen Alter safe natürlich, aber so ist ja gar kein Stress so. Ja, hey, wenn man zusammen ist, dann kann man ja auch mal sich gegenseitig nackt sehen. Also auch wenn man in der Wohnung wohnt und man den gar nicht kennt, den als Weg-WG, kann man auch mal seinen Schwanz zeigen. Generell sollte man öfter seinen Schwanz zeigen. Nur meine Meinung. Riesige Dusche. Also die ist echt extrem geil. Digga, auf Regenschauer. Ich stelle mich mal rein, damit ihr wisst, wie groß die ist. Also hier können einfach ich, Abo und Maestro zusammen duschen. Oder Ali Boumai alleine. Was natürlich eine viel größere Leistung wäre. Auf jeden Fall, das war's, glaube ich, mit der Rundtour. Wenn ihr sehen wollt, wie das ganze Haus, also die Wohnung aussieht, wenn alles eingerichtet ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und du hast 70.000 Likes da. Ich bin jedem einzelnen Menschen dankbar für alles, was ihr mir ermöglicht habt. Ich bin dankbar, dass ich so schnell hier einziehen konnte. Sau geil, dass ihr so schnell eine Wohnung gefunden habt. Richtig stark. Dass ich mir die Möbel und Sachen kaufen konnte. Das ist alles nicht selbstverständlich, Leute. Und das muss man Mois wirklich immer zugute halten. Deshalb finde ich ihn noch so geisteskrank sympathisch, weil er halt einfach seinen Shit macht. Er ist 100% real so. Und er ist geisteskrank dankbar. Also er ist wirklich komplett dankbar und weiß ganz genau, wie krass das alles ist, was hier abgeht und so. Und das vergisst man mit der Zeit, glaube ich, immer ziemlich schnell so. Und er ist gar nicht so, Alter. Währenddessen ich ziehe mir Schuhe an, die ich zugeschickt bekommen habe. Was für mich selbstverständlich ist, natürlich. Ganz gut, chill. Wir machen einen cinematischen Abgang. Du musst ich will nur Danke sagen, Mann. Ja. Es ist ja nicht... Danke, nur Danke. Ich bin wirklich von tiefstem Herzen dankbar. Ich kann mich erinnern, wie ich früher, als ich in neue Wohnung gezogen bin, monatelang gespart habe, damit ich überhaupt irgendwas für die Wohnung holen kann. Und jetzt haben wir einfach alles heute gekauft. Filmst du meinen Schwanz? Digga. Ihr seid die Besten, okay? Ich küsse eure Augen. Noch 2-3 Tage, dann habe ich hier auch Internet und dann können wir auch Streams beginnen. Dies, das. Und Studio zeige ich euch auch bald. Also, wenn ihr auch eingerichtet diese Wohnung seht, dann lasst es mich wissen. Bis und bleibt maximal G. Penis. Okay, Leute, der Coronavirus-Erkrankte ist wieder zurück. Es geht ihm gut. Es ist der Coronavirus-Patient Nummer 2. Mhm. Wir müssen jetzt 30 Sekunden was labern, Bruder, weil das Video ist noch nicht 10 Minuten lang. Bro, du hast reingeschissen, Mann. Es fehlen ein paar Sekunden. Okun, sag was. Wir überlegen hier in diesem Markt. Okun, ist es Okun? Boah, bin ich dumm? 2 Fernseher zu kaufen, die 8K sind. Und nein, aber irgendwo. Boah, ich halte mein Maul, Alter. Die 4,5 Riesen kosten. Die kaufen wir, damit wir. In 8K. Genau. Also, du willst anfassen. Das ist eine ganz neue Erfahrung. Du willst anfassen. Und um diese finanzieren zu können, müssen wir auf 10 Minuten kommen. Verstehst du? Das ist eine gute Idee. Sehr gute Idee. Mhm. Sa'aikum. Perfekt. Sehr gut. Sehr stark. Sehr, sehr stark, Mann. Richtig, richtig stark. Wirklich. Gefällt mir, Mann. Gefällt mir. Sehr, 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 sehr gute Villa, Mann. Sehr, sehr gute Wohnung. Sehr stark.